Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, da steckt da drin. Fragt sich nur wer. Es ist der Lego Yoda 1771 Teile. Eine Nicht-UCS-Figur, die dann wunderbar zu den UCS-Figuren hier passt. Waren die UCS? Ich glaube eher schon, eher nicht. Obwohl beide mit Plakette, aber egal. Auf jeden Fall, hier steckt das 2019er Lego Yoda Modell drin. Und ja, trotz der Verpackung, es ist original Lego. Ich habe es einfach nur gekauft ohne Originalverpackung. War dafür ein paar Euro günstiger. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein, ob hier wirklich alles drin ist. Ich habe es noch nicht geöffnet. Und gucken mal, was uns Lego hier so bereitstellt für unseren Bau. Ja, der Tisch ist auf jeden Fall recht voll geworden. Wir haben insgesamt 13 Tütchen, wovon jedes Tütchen wohl einem Bauabschnitt entspricht. Also ich habe die hier mal in Reihe und Glied hingelegt. 4, 3, 2, 1 und noch eine Tüte, die hat keine Nummer. Das sind dann, das sind so die Grundgerüstteile, die sind dort unnummeriert mit drin. Und in Tüte 1 gibt es dann hier auch mal wieder einen Teiletrenner. Sehr schön. Also, hier haben wir nochmal die Klebeplakette für natürlich nicht UCS-Sets, wo noch ein paar Daten draufstehen. Heimatwelt unbekannt, Spezies unbekannt, 66 cm groß. Er gehört zum Jedi-Orden und er hat hier Azubis gehabt, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Count Dooku. Ja, und der Kollege hier ist gerade mal 900 Jahre alt. Schön, wunderbar. Schaut mal her, hier habe ich noch ein Teilchen. Das ist kein Strohhalm, nein, das ist hier eine ganz, ganz lange Achse. Wenn man das sieht, scharf stellen, nee, macht er nicht. Auf jeden Fall eine sehr lange Achse, die wird dann für das Lichtschwert zu stützen sein. Und wenn ich die mal so hier hinstelle, das Lichtschwert wird schon länger als hier unser guter BB-8. Halt mal fest, nee, macht er nicht. Ich lege es mal hier hin und das macht mir so ein bisschen Gedanken. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Die Figur an und für sich, für die habe ich einen guten Platz. Aber dann hier, das lange Lichtschwert, das wird schon etwas schwierig. Aber naja, es findet sich immer ein Weg. Also brauche ich erstmal ein bisschen Platz. Und wir schauen uns mal hier die Anleitung an. Ihr seht nochmal die Setnummer 75255. Das Teil hier gibt so um die 75 Euro. Wenn man ein klein wenig sucht, dann kann man den schon finden. Mit ein bisschen Glück auch günstiger. Ich habe ihn hier, kleiner Spoiler, bei eBay, wie gesagt, ohne Verpackung für, was habe ich bezahlt, 65 Euro bekommen. Das fand ich in Ordnung. Vor allem, ich hatte noch einen Gutschein von eBay. Habe nur 15 Euro bezahlt. Egal. Also, wir schauen mal auf die Rückseite. Uninteressant. Auf der Vorderseite, wie schon zu sehen war, natürlich Lego, Star Wars, Setnummer, unser kleiner Yoda. Dann noch ein QR-Code. Ja, gibt es da nochmal die Anleitung. Ja, wahrscheinlich als PDF. Und natürlich Disney ist auch mit dabei. Spicken wir mal rein, was wir hier so finden. Also, klar, wir sehen hier die einzelnen Tütchen, wie weit dort was gebaut wird. Aber ich will es noch gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Und dann geht es hier eben los. Ja, die Druckqualität. Ganz ehrlich, ist das Ökopapier? Das fühlt sich so anders an bisher. Ich finde es nicht schlecht, aber ich hätte jetzt fast gedacht, hätte man mir das so hingelegt, hätte ich gesagt, das ist eine China-Kopie. Irgendwie von den Chinesen nachgemacht, wobei hier schon recht wenige Bauschritte jeweils sind. Da wird immer nur mal 4 Teile verbaut, mal 6 Teile, mal 2 Pinne in einem Bauschritt. Also das ist mal wieder entspannt. Chilliges Lego bauen, Freunde. Und das Ganze dann auf, wie viele Seiten haben wir denn, wo gebaut wird? Ja, 218 Seiten. Dann steht da unser Lego Yoda. Hier gibt es noch mal ein bisschen Werbung, was es alles so Tolles gibt hier von Lego. Ihn finde ich wirklich cool. Den Rest, also da macht mich nichts so richtig an, außer eventuell noch der neue Millennium Falke, aber ich habe schon 3 Stück. Irgendwann ist auch mal gut. Dann gibt es hier nochmal eine Teileliste. Jo, und dann sind wir fertig mit der ganzen Geschichte. Also 1700, jetzt habe ich die Teileanzahl vergessen, 70 Teile oder so wollen zusammengebaut werden. Und ich lege dann direkt mal los, wie gewohnt, Freunde, im Zeitraffer. Und nach Tüte 1, dann sprechen wir uns mal wieder kurz. Thank you.
die Tüte 1, die ist richtig kleinteilig. Da ist ganz, ganz viel Kleingefissel mit dabei und ich bin auch noch gar nicht fertig. Also ich mache trotzdem mal einen kleinen Zwischenstopp. Soweit sind wir gekommen, Freunde, und ich bin hier auf der Seite 17 gelandet. Und meine Güte, also von den Teilen hier, also diesen kleinen Noppe auf Pinsteckern, da verbaut man ja hier massig, massig. Wir haben hier quasi das Grundgerüst schon mal zusammengesetzt und ganz, ganz viele von diesen Pin-auf-Noppe-Steckern hier reingedrückt. Keine Ahnung, wie viele. Denn das ist von der Bautechnik auch klar. Die einzelnen Teile werden nachher bupp, bupp, von allen Seiten hier dran gesetzt, wenn die gebaut sind. Und somit wird dann dieses Gerüst hier verkleidet mit dem eigentlichen, ich sag mal, mit dem eigentlichen Yoda, mit der Yoda-Optik. Aber ihr seht schon, da haben wir Pinne, 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 ganz viele Pinne, alles voll, ganz, ganz viel. Und ja, viel mehr ist da noch gar nicht passiert, ist alles entspanntes Bauen soweit. Da gibt es keine großen Dinge zu berichten. Aber diese Pinanzahl, ja, die muss man erstmal hinbekommen. Hier unten haben wir jetzt auch schon irgendwie was hingebaut, so in Sandfarben. Ich vermute mal, das wird irgendwie der Abschluss von seinem Umhang oder sowas werden. Und was jetzt hier noch liegt, ja, man kann es doch schon total erahnen, Freunde, oder? Ja, das hier werden die Füße werden. Also, und das hier. Das hier auch. Das hier ist wieder komisch. Das hier ist so ein komisches, ich sag mal, so ein Froschgrün. Und das hier ist mehr dieses ja, mattere Grün, mir ist gerade die Farbe entfallen, Sandgrün, nee, Sandgrün, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall eine ganz andere Grünfarbe und dann haben wir hier nochmal eine andere Grünfarbe, also ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier zusammengebaut wird, denn zwei von diesen Füßen werden als nächstes entstehen und dann dürfte Tüte 1 auch fertig sein. Das ist übrig geblieben. Tja, und das ist mal ein Fuß. Ein richtiger Yoda-Fuß. Schaut euch mal den Quadratlatschen hier an. Also drei Zehen vorne, eine ja, Hacke mit Fußnagel hinten und verschiedene Grünschattierungen. Einmal das matte, schöne Sandgrün, nenne ich es mal, Froschgrün und so dieses kleine ja, helle Grün hier noch als Pünktchen. Und so sieht er von unten aus. Da haben wir also auch alles in Froschgrün hier verkleidet. Was ganz nett ist, man kann hier auch noch ein bisschen die Zehen einstellen. Die sind hier, na, da kann man Zehen, da einfach nur mit so einer C-Clamp eingeklippt und dann kann man hier ein bisschen auch noch die äußeren Zehen einstellen. Da, so kann man Zehen. Also den und den kann man verstellen. Der hier, der ist fest verbaut. Und fest verbaut wird das Ganze dann hier unten in unserem Grundgerüst. Dort wird es einfach dann eingesteckt. Und ich habe es hier bei dem zweiten noch nicht gemacht. Das machen wir noch eben flott zusammen. Also einmal rannehmen, hier einstecken, Pin rein, klack, passt, wackelt und hat Luft. Obwohl, jetzt steht er irgendwie komisch hier. Moment, der Zeh muss runter und er muss dann ein bisschen... Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Also, nee, hier hat er eine Fehlfußstellung, eine Fußfehlstellung. Moment bitte. So, jetzt passt das Ganze. Ganz clever. Durch meinen Fehler habe ich gerade was bemerkt, was die Designer sich hier ausgedacht haben. Und zwar, ich zoome mal mit euch etwas ran. Seht ihr hier den kleinen, hier die blaue Noppe, die hier nach unten geht, rechts von dem hellgrünen? Die ist extra dafür da, denke ich mal, damit wir hier nur so ein gewisses Spiel haben im Fuß, dass man die nicht komplett rumdrehen kann. Denn die greift dann quasi da hinten, da kann man sehen, die greift dann an diese hellgrünen Teile dran, rechts und links, sodass wir hier nur eine gewisse Range haben für die Bewegung. Nett, also da ist manchmal doch etwas mehr Hirnschmalz dahinter, als man denkt. Also, jetzt stehen die Füße richtig, so sieht's aus. Wie gesagt, man kann sie ein klein bisschen verstellen. Ich mag die ja. Ich finde, die sind schön gebaut. Doch, mit den Krallen und so, doch, gefällt mir ganz gut. Natürlich, der Rest, der ist noch sehr, sehr karg. Dort haben wir einfach nur das Gerüst hier aufeinander gesteckt, alles verpinnt und hier haben wir so eine kleine Konstruktion.
Ich denke mal, da kommt später der Kopf drauf, dass man den noch ein bisschen nach vorne und nach hinten nicken kann. Ja, also, soweit, so gut. Kurzer Größenvergleich. Ich stelle ihn mal, ups, hier, habe ich auch schon aufgeklebt, auf die Platte. Schade, könnte man auch drucken. Ist immer noch ein Aufkleber, aber immerhin, ich finde es auch gut, dass sowas dabei ist. Habe ich mal hier zum BB-8 gestellt. Und hier schon mal der erste Größenvergleich. Ja, Yoda hat jetzt schon den Kopf ganz oben oder ja, ist der längste von den dreien, der höchste. Aber da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Das hier sind übrigens die ganzen übrig gebliebenen Teile. Also lauter Kleinkram für in die Krabbelkiste rein. Und wir machen weiter mit Bauschritt und Tüte. Ja, Nummer 2. Und man sieht schon anhand der Farben, ja, ein bisschen blau, aber überwiegend braun. Jetzt bauen wir hier den Mantel oder schon mal einen Teil, eine Seite von seinem Mantel zusammen. Also, weiter geht's. Tja, das war die Tüte 2. So sieht das Endergebnis aus. Ja, könnte noch alles und nichts werden, aber wir wissen ja, es wird ein Teil vom Yoda, das wird sogar das Vorderteil werden. Und da ist noch ein großes Loch drin. Habe ich das richtig gebaut? Ein großes Loch. Ey, Moment, jetzt werde ich aber verrückt. Habe ich da so ein großes... Ah doch, okay, alles gut. Da ist das große Loch. Ich dachte schon, ich hätte das hier falsch gebaut. Also, so sieht das aus. Kommt dann später mal ja irgendwie hier so vor. Aber da fehlt noch eine ganze Menge, denn wir haben jetzt nur, oder sage ich mal, hauptsächlich hier diesen Braunton und dann kommt noch hier Sandfarben natürlich was oben drüber. Und ja, man baut das hier, sage ich mal, ganz, ganz entspannt, ohne zu wissen, was es wirklich werden wird. Zwischendurch dann immer diese ganz tollen Farbeffekte, mal was Blaues, mal was Rotes. Wo habe ich denn das Rote? Hier, mal was Weißes. Sieht man natürlich später alles nicht mehr. Dann wird es nur noch braun sein. Aber ja, man baut und baut und baut. Das hier bleibt übrig. Und dann baut man am besten auch direkt weiter mit der Tüte Nummer 3. Da kommt jetzt hier das Samtfarbene ins Spiel. Und dann ja, werden wir das erste Teil oder ich sag mal das vordere Teil von Yoda schon mal fertig gebaut haben. Das mache ich noch in dem Video hier. Dann schauen wir uns das Ergebnis an und dann, glaube ich, muss ich erstmal eine kleine Pause einlegen. Also, da wollen wir hin. Da ist die Tüte. Da muss es dran. Weiter geht's. Oh, es steht nicht. Doch. Ein einsames Steinchen ist hier übergeblieben von der Tüte. Und so sieht unser Fortschritt aus, Freunde. Ja, also da hat sich doch schon einiges getan. Das kommt mal hier direkt zu den anderen Teilen. Und wir schauen mal rum. So sieht er von der Seite aus. Also jetzt kann man deutlich schon erkennen, wie der Kollege hier gebaut wird. Da werden also diese Elemente einfach hier an das Grundgerüst, nachdem sie gebaut wurden, drangeklippt. Und dann, ja, macht man das viermal und dann sollte man einen fertigen Körper haben. Ich weiß gar nicht, was ich euch hier so genau zeigen soll. Die Bautechniken oder nicht die Techniken, die Bauweise finde ich sehr, ich sag mal, unübersichtlich in dem Sinne, dass man hier gar nicht mitbekommt, was man wirklich baut. Man baut, man baut, man baut. Hier noch eine Platte drauf, hier noch was drauf. Und nach ergibt sich dann eine Form und erst, wenn man dann mal, ja, ich sag mal, das große Ganze sieht, kann man später erkennen,
Ach ja, schaut mal her, das hier, das wird der Arm, der hier runterkommt. Und hier unten hängt sein Gewand runter. Hier kommt dann die Hand raus, die übrigens dann wohl später separat gebaut wird und dann hier auf diese Technikachse einfach nur aufgesteckt wird. Und ja, dann sieht man langsam, wie das Ganze hier vorangeht. Ansonsten ja, ist das relativ unspektakulär, da ist nicht so viel zu berichten. Ein paar bunte Teile zwischendrin. Hier sieht man, wo die Achse für die Hand dann eingesteckt wird. Das sind zwei von diesen 1x2er Steinen mit Achsaufnahme drin. Und dann wird das dann reingeschoben. Ja, und so baut man sich dann hier langsam aber sicher seinen Yoda zurecht. Ihr seht es in ganz einfachen Schritten. Hier zum Beispiel, das ist immer wieder toll. Ich baue ja nicht so oft Lego, meistens andere Hersteller, aber Tüte 3, ja, Bauabschnitt 1, man nehme, ja, eine 2x6er Platte und lege sie hin. Nicht schlecht, das war schon mal der erste Abschnitt geschafft. Zweiter Abschnitt, ja, wir bringen da noch zwei Steinchen drauf an. Es ist schon sehr entspanntes Bauen, man merkt halt schon, es könnte ruhig ein bisschen, ich sag mal, fordernder sein, dass hier ein bisschen mehr passiert, aber das mag jeder für sich anders sehen. Auf jeden Fall, Spaß macht's. Das muss ich sagen, Spaß macht mir der Kollege hier und ich finde, man kann schon erahnen, was er jetzt wird, wie das Ganze dann aussehen wird. Hier nochmal das kleine Gruppenfoto. Ja, und mit dem Gruppenfoto verabschiede ich mich für heute, Freunde. Weiter geht es nämlich in Teil 2. Da gehen wir mal die nächsten Tüten an. Weiter geht es dann mit Tüte 4 und wir haben ja noch bis 13 übrig. Hier hinten noch ein schöner Batzen, den wir verbauen können. Von daher seid auch wieder mit dabei. Wenn ihr das Set hier kaufen wollt, ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung, genauso wie den zweiten Teil. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht.